In diesem Video werde ich zu allen zähmbaren A-Kreaturen, zu denen ich einen Bezug habe, eine Tierlist erstellen. Moin und willkommen zurück auf dem Kanal. Zweites Video in Folge. Man könnte meinen, ich wäre zurück. Wir haben hier eine Tierlist vor uns. Die Idee ist von Vino, wie auch immer. Ich werde den auf jeden Fall verlinken. Ich werde auch die Tierlist verlinken. Ich werde einfach alles ranken, was ich ranken kann. Und die Dinos oder Kreaturen, zu denen ich eben nichts habe, werde ich eben auch nichts sagen. Gut, fangen wir mit einem einfachen Call an. Und ich gucke hier mal durch. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Ist auf jeden Fall S-Tier. Dödis müssen geschützt werden, immer wenn sie angegriffen werden. Meine Lieblingskreaturen-Arc muss auf jeden Fall auf der S sein. Kann man super mit Steine farmen. Rollt top. Coole Sache. Als nächstes den guten alten Pinguin natürlich auch als S-Tier, weil mein persönliches Lieblingstier auch im echten Leben. Und gibt organisches Polymer. Also eine gute, coole Quelle, wie man an Polymer rankommen kann. Das auch schon relativ früh im Game. Wir machen einfach mal der Reihe nach weiter. Die Schnecke würde ich jetzt mal auf A oder B packen. Ist cool für Zementpaste, aber... Ja, komm, machen wir ein B draus. Das ist okay. Allosaurus würde ich auf eine D packen, weil ist in der Wildnis nervig. Und wenn man sie zähmt, finde ich die jetzt nicht so krass. Können einen eben auch zum Bluten bringen und so. Ziemlich nervig, wenn man gegen die kämpft. Allerdings halt, wie gesagt, wenn man die gezähmt hat, ist auch nicht so toll. Next up, Ankylosaurus. Schwierig. Würde ich auf eine B oder A packen. Cool für Feuerstein, cool für Metall. Relativ früh zu bekommen. Ja, wir lassen ihn auf der A-Tier, weil ich damit mein Zuchtvideo gemacht habe. Das waren die ersten Viecher, die ich gezüchtet habe. Deswegen auf jeden Fall eine A. Ja, Araneo jetzt nicht super nervig im Spiel. Ne? Kennt man halt zumeist aus den Höhlen oder von irgendwelchen Bergen. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gezähmt und finde ich jetzt aber auch nicht so super nervig in irgendwelchen Höhlen oder so. Deswegen E. Also man könnte nach dieser Argumentation auch glauben. Müsste höher sein, aber ich meine damit E und nicht Kill It with Fire, weil so schlimm sind sie dann doch nicht. Okay, keine Ahnung, was das ist. Ich dachte gerade, das wäre der Mikroraptor, der ist aber in der Liste auch mit drin, deswegen lassen wir den mal raus. S-Tier für mich, warum? Ist eins der schönsten Tiere, / Kreaturen, die man in Ark zähmen kann. Und wenn man erstmal ein Agi hat, ist das auf jeden Fall, also wenn man das erste Mal Ark spielt, ist es super cool, ein Agi zu haben. Ich glaube auch immer noch, wenn man schon länger Ark spielt, ist der Agi immer so ein cooler Meilenstein. Die Atropluera oder Pleura, wie auch immer, auf jeden Fall Kill It with Fire. Super nervig, vor allem, wenn sie in den Höhlen aus den Wänden rauskommt und dir komplett die Rüstung mit einmal anrotzen wegmacht. Bari ist auch auf jeden Fall krass. Weiß nicht, ob S oder A Tier, aber durch die Stun-Attacke im Wasser super cool, relativ früh auch zu bekommen und dadurch kann man halt eben sicher ins Wasser gehen und sich dann eben da reinwagen und auch andere Tiere zähmen und so. Deswegen auf jeden Fall A, fast auch S für mich, weil ist für mich immer so der Türöffner fürs Wasser gewesen. Basilosaurus dann auch auf jeden Fall auch auf der A, weil das wäre das nächste Ding, was ich dann zähmen würde, wenn ich einen Bari habe quasi. Da kann man schön mit der Stun-Attacke die ganzen Mantas wegmachen und dann passt das. Der gute alte Frosch ist für mich B. Kann man schön Zementpaste mit draus machen. Auch einen schönen Run kann man dadurch die Sumpf-Cave machen auf die Island. Aber hatte ich einfach nicht so häufig. Also es ist ein cooles Tier auf jeden Fall, aber würde ich jetzt nicht unbedingt immer zähmen. Bloodstalker auf jeden Fall S-Tier. Erinnert mich an das Sarazar-Projekt. Da haben wir uns ja jeder dann einen Bloodstalker eben gezähmt. Und es ist super cool mit der Mechanik, die dahinter steckt, dass man sich quasi anpacken lassen muss. Dann mit den Blutsets und so sich immer wieder hochhielt, damit man den dann bekommt, kann man sehr früh im Spiel bekommen, einfach super cool. Ja, Bronto ist ein C, keine Ahnung, kann man nutzen für Kibbel, wenn man sich da ein paar von fängt, wollte ich schon sagen, aber man zähmt die ja, ist ja kein Pokémon-Spiel hier. Deswegen, keine Ahnung, die stehen halt da rum, ist eine coole Quelle auch für Fleisch und Leder und so, aber sonst Carbo. Ja, ist C-Tier, nervt nicht, ist am Anfang halt da und ist okay. Kano auch, also auch nur für mich C, weil es da ein Alpha von gibt und weil man sich da am Anfang ein paar Gegenstände mit hin herfarmen kann und weil man damit auch Level machen kann am Anfang. Der Biber, auf jeden Fall B. Kann man sich zähmen, ist ein cooles Tier, auch relativ früh zu bekommen. Also es ist eigentlich eh egal, wenn man XP-Run macht, wann man die bekommt, aber ich gehe mal von einem Anfänger-Mindset quasi aus und es ist ein cooles Tier auf jeden Fall. Was soll man dazu sagen? Es ist eher so Mitte zum Zweck, ne? Lass mal auf C setzen. Kann man Otter mit zähmen, deswegen nicht so unwichtig. Boah, Kompi. Kompi. Nerven halt nur, ne? Ja, ist schon D. Das Schweinchen ist auf jeden Fall mal B oder A. Wenn man irgendwie Bosse macht, ist ja immer eins dabei. Würde ich aber abgesehen davon nicht zähmen. Ja, machen wir C draus. Deinonychus. Machen wir C oder B draus, dass man die Eier klauen muss und ausbrüten muss, ist cool. Und dass sie sich so festsetzen können an einer anderen Kreatur, ist auch cool. Aber nie viel gespielt. Was soll ich sagen? Dilo, auf jeden Fall B. Weil es sind somit die ersten Dinos, die man halt sieht. Und waren auch, glaube ich, die ersten, die ich mir gezähmt habe. War dann unglaublich enttäuscht, dass die nichts bringen, aber war trotzdem cool. Ja, Dimorphodon auf E, vor allem aus dem Bossfight mit dem Drachen, für mich bekannt. Deswegen dahin nervt einfach. Diplodocus, weg.
unkommentiert. Der gute alte Bär. Boah. Ist halt stark, ne? Aber habe ich auch nicht. Also vor allem aus der Ice Cave. Und da hat er mich unglaublich genervt. Wir machen mal ein D draus. Kann man bestimmt zähmen. Ist alles cool, aber war jetzt noch nie in meinem Repertoire. Direwolf auf jeden Fall A, kann man früh zähmen, man braucht keinen Sattel dafür und man kann sich gegenseitig buffen. Diesen Pack-Bonus ist ziemlich cool. Dodo mit eins der ersten Tiere, B. Dung Beetle packen wir mit auf die Ebene, wo wir auch die anderen Dinger haben, die uns irgendwelche Ressourcen bringen können. Ist auch ein cooler Tame, kriegt man auch relativ easy aus den ersten Höhlen und dann kann man schön Dünger machen. Ja, der gute alte Aal packen wir auf jeden Fall auch, kann auch weg. Das ist super nervig, vor allem in der harten Unterwasser-Cave. Werden die ja richtig übel. Das Pferd, C. Zebra, wo packen wir das hin? Es ist, glaube ich, auch ganz cool so zum Traveln ab und zu mal. Aber ich habe es auch erst einmal gehabt, deswegen packen wir es mal auf ein C. Das ist okay. Giant B. B. Ja, Giga, weiß ich nicht, wo wir den jetzt hinpacken. Ist schon cool, den zu haben und auch ein bisschen der Aufwand, den man betreiben muss. Und dass es halt quasi gefährlich ist, dass man ihn zähmt. Und dass er auch danach, nach der Zähmung, einem quasi immer noch einen Strich durch die Rechnung machen kann. Ja, machen wir auf die A. Ist schon strong auf jeden Fall. Griffin. Auf jeden Fall S-Tier. Klar, weil eins meiner ersten Videos auf dem YouTube-Kanal und ich habe zusammen mit Jason, haben wir immer Griffins mit Armbrust und Lederrüstung gezähmt und ohne Falle. Das war immer ziemlich cool. Deswegen Griffin auf jeden Fall super cool und dass man zu zweit drauf sein kann und so weiter und so fort. Und diesen Sturzflug und so ist schon ziemlich cool. Hyänen würde ich auch mal auf die E packen. Delfin, ja, packen wir auf die B, weil kann man die Cave machen, die Unterwasser-Cave, die schwierige. Wenn man den schön hochskillen kann auf Geschwindigkeit. So, den jutenden Vogel hier, den packen wir mal auf die C, weil nervt. Das müsste der Vogel sein, der ihm das Inventar klaut und das direkt zerfrisst und man bekommt es nicht wieder. Aber wenn man sich den gezähmt hat, ist das ziemlich cool, wenn man dann Fische damit fangen kann, um dann einen Otter zu zähmen. Das hat schon auch seinen Mehrwert auf jeden Fall. Iguanodon packen wir auf B. Cooles Travel Mount einfach, auch für den Anfang vor allem super schnell. Verliert keine Ausdauer auf allen Vieren, kann man auf jeden Fall empfehlen. Caprosuchus ist schon eh für mich. Nie selbst gezähmt, aber auf Scorched Earth unglaublich genervt. Und dass sie dich halt von deinem Mount runterkriegen, ist super nervig. Kentrosaurus, nicht viel Meinung zu, hat mich ab und zu mal ein bisschen aufgespießt, ist ein E. So, Maywing, cool, packe ich auf B oder A. Weil super cool zum Rumreisen und damit ist ja das auch einfacher geworden, Babys quasi groß zu ziehen. A oder B. Ja, machen wir A. Wenn der Giga bei A ist, ist der Maywing da auch. Definitiv. Megalania für mich ein E, weil das droppt in der Cave von der Decke runter und nervt dann ein bisschen rum. Habe ich mich schon das ein oder andere Mal erschrocken, deswegen auf jeden Fall ein E für mich. Mammut. Wo haben wir den Biber? Ja, dann ist das Mammut auf jeden Fall für mich A, weil ich würde das Mammut immer dem Biber vorziehen. Finde ich super cool zum Holzfarmen. Vor allem in Kombination, wenn man zu zweit ist, ein Quetz und ein Mammut. Und dann fliegt man durch den Wald und farmt die ganze Zeit Holz. Ja, Manta machen wir mal C. Kenne ich nur, also gezähmt kenne ich nur aus Genesis 1, wo wir dann diese Unterwasserrennen die ganze Zeit gemacht haben, um Equipment zu bekommen. Deswegen ist schon ziemlich cool auf jeden Fall. Mantis machen wir auch mal auf eine C, weil es cool, dass die halt so Schwerter und sowas tragen können. Ja, Megalodon ist schon eher auch ein E. Ja, ein D, weil es gibt davon Alphas, kann man wieder ein bisschen mit leveln und so. Megalosaurus ein D, also nicht, man muss auch nochmal dazu sagen, ne, die Dinos oder Kreaturen sind da nicht schlecht. Ich ordne sie danach ein, ob sie mich im Spiel nerven oder nicht. Megalosaurus, das ist am Anfang vor allem sehr überraschend gewesen, dass er auf einmal da war und dann einen richtig weggemacht hat. Megatherium auf jeden Fall, doch würde ich auch schon sagen S. Bossfight, Sumpfhöhle, Insektenbuff. So, Mikroraptor auf jeden Fall raus, nervt. Also Kill It With Fire ist wirklich für mich so, ihr könnt aus dem Spiel raus, okay? Ihr müsst nicht im Spiel sein. Wobei wahrscheinlich auch was fehlen würde, wenn sie nicht im Spiel wären. Ja, Mosa ist für mich halt ein C. Keine Ahnung. Schon mal gezähmt, ja. Ornig kann auch für mich raus. Oviraptor packen wir mal auf aufs B. Ja, doch, machen wir auf A für den Eierbuff und so. Ist schon ziemlich cool. Otter auf jeden Fall S, weil super süß. Was soll man dazu sagen? Ovis kommt für mich auch auf B. Kann man gut gebrauchen für Matten. Auf jeden Fall kann man gut Tiere mitzähmen, also Fleischfresser. Der Para. Ja, komm, der muss ein B sein, weil er, also auch mit einer der ersten Dinos, die man natürlich zähmt und auch echt gezähmt habe. Und wir hatten immer unseren Para im Let's Play dabei. Keine Ahnung mehr, wie er hieß, aber wir hatten dabei. Pego Mastax packen wir mal auf das. Ja, auf E. Ist natürlich super nervig, dass der einem da die Sachen klaut. Wobei, wo haben wir den anderen hingepackt, der uns die Sachen klaut? Auf C, ne? Aber nur, weil er noch einen Nutzen hat. Theoretisch hat der Pego Mastax auch Nutzen, aber ich glaube eher im PvP. Piranha. Fiumia. Das ist relativ einfach, weil wir packen den einfach in B dazu. Zu all den anderen, sag ich mal, Utility-Kreaturen. Ist auch super gut für Dünger. Gerade in Kombination mit dem Mistkäfer. Plesio auf jeden Fall.
Der hat mich sehr oft erschrocken, weil der unglaublich hässlich ist. Und wenn der auf einen zugeschwommen kommt, ich finde Wasser sowieso schon sehr, sehr gruselig in Ark, dann ist es auf jeden Fall vorbei. Petri kann auch schon, boah, das ist schwierig. Wenn man jetzt spielt, man kann nicht die Geschwindigkeit skillen, wobei das mittlerweile rausgenommen worden ist, glaube ich, ne? Ah, Petri ist auch schon, ah, doch. Petri ist schon cool. Ja, Skorpion, auch noch gut, wegen Chitin und sowas, kann man da schon draufpacken auf D. Polovia, auf jeden Fall eh. Also wer wurde schon mal im Schneegebiet oder im Redwood von einem Polovia von seinem Mount runtergeholt? Super nervig. Ja, Quet ist einfach ganz klar, ganz klar S oder A. D ist schon eher A. Ja, Raptor bei B. Alphas können wieder für Level sorgen, wir können wieder Equipment damit farmen und in der Story kommen die Raptoren auch vor. Und da haben die eine ziemlich coole Rolle, wie ich finde, deswegen B. Reaper packen wir auf A, weil auch da die Zähmung wieder cool ist. Rex ist für mich B, weil, boah, zu langsam, ne? Cooler Dino, aber ist mir einfach zu langsam. Also der ist dann zu schnell von der Ausdauer irgendwie low, dass man, da habe ich nicht genug Spaß mit einfach. Ja, Saber ist dann einfach mal ein gutes C, kann man sich zähmen, ist nicht verkehrt, aber Sarko dann auch für mich ein C. Ist auch so ein Ding, also ist auch eine coole Unterwasserkreatur. Sabertooth Salmon packen wir dann auch auf C, genau wie den anderen Fisch, den wir hatten. Shadowmane, nicht viel gespielt, Videos zugemacht, ja, aber sieht cool aus. Also hat bestimmt noch coolere Fähigkeiten, als nur cool auszusehen, aber habe ich halt nicht genutzt in meinem, in meinem PvE. Snow Owl B für PvE kann man auch cool mit scannen, aber Tapejara, wir sind ein bisschen gesprungen gerade. Wir machen gleich noch Spino und Stego. Tapejara für mich doch auch B. Theoretisch glaube ich ein Dreisitzer, ne? Das ist schon ziemlich cool. Aber wird auch zu häufig, wird auch zu wenig benutzt. Also wir hatten einen und der wurde dann in der Wivernschlucht auf Ragnarok komplett platt gemacht. Von einem Feuerwivern. Spino auf jeden Fall cool, packen wir in, ja doch, packen wir in A. Der Wasserbuff und so und auch ein frühes Video von mir gewesen, deswegen bin ich da einfach schon beeinflusst. Ist cool. Stego, den packen wir mal auch auf A. Einfach nur, damit sich die PvP-Spieler nicht wieder aufregen, dass ich sowas sage wie Spino, dass ich nicht wieder sowas sage wie Stegos, die zütet eh keiner. Das habe ich mittlerweile gelernt. Textrider ist auf Genesis auf jeden Fall cool, deswegen würde ich den auf jeden Fall auch auf A packen. Superschnelles Farm, die Transferierung zwischen den Sachen, also zwischen den Stridern und die verschiedenen Köpfe und Aufsätze und so sind auch schon eine ziemlich coole Sache. Terezino. Terezino A, weil ist einer der ersten Kreaturen, die ich gezähmt habe, wo mir gesagt worden ist, ah, das kannst du noch gar nicht zähmen, weil du bist viel zu low level. Das war die erste Zeit auf Ragnarok, finde ich deswegen cool. Und ist einfach auch strong und ist auch, ja, wenn man es raus hat, ist natürlich einfach den zu zähmen, aber der wacht relativ schnell auf so. Also ist gerade für Anfänger schon auch anspruchsvoll, deswegen auf jeden Fall cool. Thylakoleo packen wir auch auf A. Ist zwar super nervig, wenn der einen runterzieht im Redwood, aber ist halt auch super cool, wenn man ihn selbst hat, deswegen. Titanoboa, ja, packen wir auf E. Ist nervig. Titanosaurus, komm, auch auf E. Nervig. Ne, es ist einfach ein maximaler Flex, den irgendwie mal zu zähmen, aber im PvE bringt er einem halt null. Triceratops. Packen wir auf die B, weil eins der ersten Dinos, bla bla bla, zähmt man am Anfang. Und Triceratops tatsächlich sehr, sehr gut. Wo haben wir ihn denn hingepackt da unten? Um am Anfang, wenn man vor Wasser steht quasi, gegen Alpha-Raptoren zu kämpfen, weil man mit diesem Knockback die einfach unglaublich gut weghauen kann. Trilobite auf jeden Fall C. Coole Chitinquelle am Anfang, muss man dabei erstmal finden. Manchmal habe ich da echt Schwierigkeiten mit. Wobei es auf die Map drauf ankommt, ne? Also bei Ragnarok ist das nicht so das Problem, die Island schon eher. Truden. Kill it with fire. Warum? Die nerven dich in der Nacht ultra. Du wirst als Anfänger unglaublich davon überrascht. Und wenn du dir die dann zähmen willst, dann geht das nicht. Also du musst halt eine Opferzähmung machen und das ist für die meisten Anfänger dann doch zu aufwendig. Weil das war immer so am Anfang mein Motto. Du killst mich, ich zähm dich. Der Tuso. Ja doch, packen wir auf. Ah, ist der Tuso wirklich 2 Stufen cooler als der Moser? Ich würde sagen ja. Unicorn. Ich habe noch nie eins gesehen. Super selten S-Tier. Allein schon deswegen. Ja, Gaia, komm, ist auch eine E für mich. Nervig, zu nervig. Wyvern würde ich schon auf eine S-Tier packen, weil man muss sich schon vorbereiten, damit man einen Wyvern überhaupt bekommen kann. Und dann ist die Belohnung eben sehr, sehr hoch. Das finde ich immer cool, wenn man andere Sachen machen muss beim Zähmen quasi als diese Standarddinger. Weil irgendwann hat man den Dreh einfach raus und dann muss man fast nichts mehr. So, Juti, wo packen wir den hin? Ich habe ihn mal kurz in C gepackt. Wo habe ich denn das gute alte Schweinchen hingepackt für den Bossfight? Auch in C, es ist direkt da drüber. Ja, ich würde es auf B packen. Der Buff ist eben sehr, sehr cool, den man hat und dass man Leute wegfieren kann. Auf der anderen Seite super nervig, finde ich, zu zähmen, weil er einen immer wegfieren kann. Und dann ist das hier das, was überbleibt, weil entweder nie gezähmt, nie begegnet oder einfach überhaupt keine Meinung zu, was ich damit anfangen soll. Und das ist dann die finale Liste von all den Kreaturen, die ich quasi kenne oder zu denen ich einen Bezug habe, wie ich die quasi einordnen würde. Und ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut, dass die S-Tier relativ dünn besiedelt ist, weil dann bleibt es eben auch was Besonderes. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das hilft dem Kanal weiter und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.